Herr Gerst, Sie sind Geophysiker und sind 2014 zum ersten Mal ins All geflogen. Was hat Sie dazu bewogen, Astronaut zu werden? War das schon ein Wunsch seit Ihrer Kindheit oder erst später? Ja, ich glaube, ich war schon als Kind fasziniert von allem, wo es um Entdeckertum ging. Also ich wollte ja auch Wissenschaftler werden aus den gleichen Gründen. Ich war bei der Jungenschaft, wir sind durch Wälder gezogen, haben neue Dinge entdeckt und für mich war das dann eine logische Konsequenz, Astronaut werden zu wollen, war für mich natürlich klar. Also das ist ja das ultimative Entdeckertum und deswegen war das schon immer auf meiner Traumliste. Aber um ehrlich zu sein, ich bin nie davon ausgegangen, dass ich selbst Astronaut sein könnte. Ich dachte, das sind alles so Supermänner und Superfrauen und ich als ganz normaler Mensch habe da überhaupt keine Chance. Und das war eine grandiose Fehleinschätzung. Und Sie haben es ja auch dann jetzt schon mit 2 Missionen geschafft, ein Jahr im Weltraum zu bleiben. Ja. Wie fühlte es sich für Sie an, als die Soyuz-Rakete startete? Waren Sie aufgeregt oder waren Sie zu sehr abgelenkt von den Aufgaben, die Sie zu erfüllen hatten? Ja, beides. Also man ist schon ein bisschen aufgeregt. Nicht in der Art, dass man irgendwie Angst hat und um einen rum irgendwie alles passiert und man keine Kontrolle hat, sondern andersrum. Man hat eigentlich als Astronaut die größte Angst, dass man irgendwie einen Fehler macht und deswegen was kaputt geht, eine Mission abgebrochen wird. Und die Soyuz ist ja auch ein Raumschiff, in dem man noch sehr viel selbst machen kann. Also wenn man da den falschen Knopf drückt, das hat Konsequenzen. Also es gibt einen Knopf, der sprengt das Raumschiff in 3 Teile. Also das ist nicht zu vernachlässigen, was man darin für Kontrollmöglichkeiten hat. Und das ist natürlich was, was einen immer wieder drüber nachdenken lässt, bevor man irgendeinen Knopf drückt in diesem Raumschiff, bevor man irgendeinen Befehl abgibt oder irgendeine Seite aufruft auf dem Display und ein Kommando eingibt oder ein Ventil umstellt, dass das, was man tut, wenn man einen Fehler macht, extreme Konsequenzen haben könnte. Und das ist was man im Hinterkopf hat, auch beim Start, dass man alle möglichen Parameter dann überwacht. Im Simulator hat man das schon oft gemacht natürlich und die Simulator-Instruktoren, die spielen dann natürlich alle möglichen Fehler ein, die zur schlimmsten Zeit dann irgendwie auftreten. Das heißt, man macht gerade einen Start, aber man hat dann einen Luftdruckabfall, um zu testen, ob wir auch aufpassen und auch diese Parameter überwachen. Und das ist dann so eintrainiert, dass man dann auch beim richtigen Start das macht. Also man schaut die ganze Zeit auf diese Systeme und wartet darauf, dass irgendwo eine rote Lampe angeht und irgendwas kaputt geht, auch manchmal 3 Sachen gleichzeitig und dann noch ein Feuer ausbricht, wie im Simulator. Aber im wirklichen Start passiert das eigentlich fast nie. Und das heißt, bei uns ging nie eine rote Lampe an und das ist irgendwie irritierend. Man denkt dann, da kommt gleich was, da kommt gleich was. Aber nein, bei uns ging alles 1A gut. Aber es zeigt ja auch, der Start nach uns, da gab es eben den Startabbruch. Ja. Also Startabbruch ist ja das harmlose Wort dafür. Die zweite Stufe, die Rakete ist explodiert. Und die mussten dann auch schnell handeln. Das heißt, das ist jetzt nicht wo man sich entspannen kann und denken kann, naja, im Simulator gehen Sachen kaputt, aber in Wirklichkeit nicht. Es passiert manchmal auch in der Wirklichkeit. Sie waren bei Ihren beiden Missionen ein Jahr im All. Wie war das Leben und Arbeiten an Bord der ISS? War es so, wie Sie es vorgestellt haben, wie Sie es auch trainiert haben auf der Erde? Ja, das ist schwierig. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht mehr ganz, wie ich mir das vorher vorgestellt habe. Das habe ich mich selbst schon öfter gefragt. Und leider ist meine Erinnerung an die Vorstellung, wie es denn sein würde im All, so ein bisschen getrübt dadurch, hört sich jetzt negativ an, aber ist eigentlich sehr positiv, dadurch, dass ich selbst dann ein Jahr im All war und das natürlich präsent ist in meiner Erinnerung. Das Training hat uns gut vorbereitet, aber hat auch nur bis zu einem gewissen Punkt. Das sieht man daran, wir befinden uns jetzt hier in einem Modul, ein Ausstellungsmodul, aber es ist sehr ähnlich zu einem Trainingsmodul des europäischen Columbus-Labors. Wenn Sie ein Foto sehen des richtigen Columbus-Labors, das sieht nochmal ganz anders aus. Da sind das alles voll mit Geräten und Kabeln und man will auch nichts anfassen, was man nicht genau kennt, bevor man sich nicht genau eingelesen hat, was das ist, um eben nicht jetzt irgendein Experiment aus Versehen kaputt zu machen, wo viele hundert Menschen am Boden dran hart gearbeitet haben und ich ziehe aus Versehen das falsche Kabel raus. Das will man natürlich vermeiden und das sieht man daran, also wenn man so Bilder sieht von Columbus Labor, sieht anders aus als beim Training und deswegen kann einen das Training zwar so weit bringen, aber
wenn man dann am richtigen Ort ankommt, hat man noch sehr viel Lernphase vor sich. Also die ersten paar Wochen auf der Raumstation, ist Wahnsinn, wie viel man da jeden Tag neu lernen muss. Schon angefangen, wo sind eigentlich meine Unterhosen und Socken, wo ist mein Essen, wo ist mein Schlafsack, wo hole ich Wasser, wo gehe ich zur Toilette, wie schlafe ich in der Schwerelosigkeit. Das sind alles Sachen, die man nicht trainieren kann, das muss man lernen. Und die Amerikaner sagen das, bezeichnen das als sprichwörtlich übersetzt, man trinkt aus einem Feuerwehrschlauch. Mhm. So ungefähr fühlt sich das an in den ersten paar Wochen. Wir haben in der Raumfahrtausstellung Apollo and Beyond Mockups des Europäischen Forschungslabor Columbus, wo wir uns gerade befinden, und dem russischen Zvezda-Modul. Wie fühlt es sich für Sie an, hier zu sein? Werden da Erinnerungen geweckt? Ja, ist tatsächlich interessant. Als ich hier reinkam, habe ich das gesehen und gedacht, okay, also erstmal denkt man, na, das ist jetzt halt so ein Präsentationsmodul. Aber dann habe ich versucht, wie das ist, wenn ich mich wirklich mental in die Vorstellung versetze, dass wir hier in dem richtigen Labor sind. Und das funktioniert tatsächlich. Also ich kenne das Labor gut genug, dass ich jetzt im Prinzip schon genau wüsste, hier hinter mir klemmt mein Kugelschreiber an der Wand. Das ist tatsächlich so, das geht. Ja. Sie waren bereits mehrfach in der Raumfahrtausstellung Apollo and Beyond im Technikmuseum Speyer. Was gefällt Ihnen besonders gut? Ja, die viele Hardware hier, das ist schön zu sehen. Also wenn man hier reinkommt, dann sieht man die Buran und man weiß, das ist halt wirklich ein Raumschiff. Ja? Das ist kein Fake. Das ist kein Spielzeug. Genau, ja. das ist echt. Ja? Und man sieht auch die Soyuz-Kapsel. Von Ulf Merbold. Ja, also man fühlt das und das ist der Unterschied. Also für mich geht es darum, es ist ja oft so in der Raumfahrt, dass man das vermittelt, wie es sich anfühlt, als Mensch im Weltraum zu sein. Und so ist es jetzt so ein bisschen hier auch im Museum. Das ist der Ort auf Erden, an dem man diesem Gefühl am nächsten kommen kann. Jetzt mal abgesehen vielleicht von der Startrampe, wo eine vollgetankte Rakete steht. Das ist auch sehr eindrucksvoll. Aber das hier vermittelt schon einen richtig guten Eindruck. Aber diese Startrampe haben wir ja auch nicht in Deutschland, beziehungsweise in Europa. Ja, in Europa haben wir eine. Ja gut, also in Südamerika. Erweitert Europa, ja, Französisch-Guyana. Ja, aber auf dem europäischen Festland haben wir ja nichts. Ja. Oder westliches Festland. Ja, aber das liegt so ein bisschen auch an der Geografie. Das genau. Liegt nicht daran, dass das jemand verschlafen hat zu bauen, sondern Raketen starten ja meistens Richtung oben und Osten, um die Erddrehung noch ein bisschen mitzunehmen. Das heißt, wenn wir Raketen starten würden in Europa, dann würden die in der Startphase dann unsere östlichen Nachbarn überfliegen. Mhm. Wenn da was passiert, dann würden da Teile runterfallen. Das sind alles Sachen, die man vermeiden möchte. Deswegen geht man traditionell an Orte, wo entweder nichts ist, wie in Kasachstan. Wenn da was runterfällt, dann ist sehr gering die Chance, dass man jemanden trifft. Oder man startet von Cape Wasser, Südamerika, oder Kourou, ja. Genau, wo dann die Raketen erstmal über Wasser fliegen. Wenn da was ist, dann fällt es halt ins Wasser. Genau. Deswegen haben wir hier in Europa, Kerneuropa nichts, aber Kourou ist schon echt ein genialer Startplatz. Ist wahrscheinlich der beste Raketenstartplatz, den man sich vorstellen kann. Weil er nah am Äquator ist. Ganz genau, weil er ganz nah am Äquator ist. Wasser ist frei, man kann Richtung Nordosten oder Südosten starten. Also es ist ein toller Startplatz. Wir haben heute Ihren erweiterten Bereich eröffnet mit neuen Exponaten von Ihrer zweiten Mission. Was bekommen die Museumsbesucher da zu sehen? Einfach nur einige Beispiele nennen. Ja, es sind viele Teile mit dabei, die ich im Orbit mit dabei hatte, die mir auch ans Herz gewachsen sind. Teile, die bei meinem Weltraumausstieg mit dabei war, zum Beispiel meinen Trinkbeutel, den ich im Raumanzug dabei hatte, direkt vor meiner Brust, wo ein Liter Wasser drin war, das ich getrunken habe während meines Weltraumausstiegs. Dann Teile unserer Notfallausrüstung, meine Zahnbürste, meinen Rasierbeutel und so weiter. Essbesteck. Ja, Essbesteck, genau. Also wirklich alles Mögliche rund um den Flug. Ich finde es toll, dass das hier ist, weil bei mir zu Hause wird es dann im Schrank liegen und ich kann es dann ab und zu mal irgendwie Freunden zeigen. Aber hier ist es ja viel besser, wenn hier Kinder herkommen und dann mit leuchtenden Augen auf diese Dinge schauen und sich dann überlegen, ja, der Gerst, wenn der in den Weltraum fliegen kann, dann kann ich das schon lange. Das heißt also, das ist eine sehr große Motivation, gerade für die jungen Menschen unter uns. Das weiß ich nicht, das hoffe ich natürlich, aber Sie können das, glaube ich, besser beurteilen. Sie sehen das ja jeden Tag, die Kinder, die hier davor stehen. Und ich nehme an, aus dem Grund machen Sie es ja auch. Also es ist ja wirklich toll, das Leuchten der Kinderaugen zu sehen. Das haben wir ja gerade in dem Vortrag gesehen. Für mich ist es eine der besten Motivationen, zu wissen, dass das, was ich als kleiner Bub mitbekommen habe, die Motivation, die ich erhalten habe, als ich meine Kollegen im Fernsehen gesehen habe, Ulf Merbold, Sigmund Jähn, die jetzt auch Freunde geworden sind von mir,
die Inspiration, die habe ich erhalten und die kann ich jetzt wieder weitergeben an die nächste Generation. Das ist für mich tatsächlich die wichtigste Motivation von allen. Gibt es von den 65 Ausstellungsstücken irgendwelche Lieblingsstücke oder möglicherweise eins mit einer besonderen Geschichte? Ah, jedes hat eine Geschichte. Also die waren ja alle mit mir im Orbit bei Höhen und bei Tiefen. Viele haben natürlich ja, eine Bedeutung. Und das finde ich gut beschrieben in der Ausstellung, dass man das so ein bisschen rauslesen kann auch, warum wir die Dinge dabei hatten und warum wir nicht ohne die im Weltraum sein können. Mhm. Warum es überhaupt notwendig ist, dieses und jenes mit sich auf eine Rakete, auf eine Raumstation zu nehmen. Ja. Sie haben heute Nachmittag einen Vortrag über Ihre Langzeitmission und auch die Zukunft der astronautischen Raumfahrt gehalten. Warum ist es Ihrer Meinung nach wichtig, über die astronautische Raumfahrt zu berichten und Vorträge zu halten? Ich denke, dass es deshalb wichtig ist, weil für uns viel auf dem Spiel steht als Europäerinnen und Europäer. Wir waren in den letzten Jahrzehnten bei der Raumfahrt vorne mit dabei, weil wir großartige Projekte gestartet haben, unter anderem das Raumlabor Columbus, in dem wir jetzt hier sitzen, den ATV-Raumtransporter, dass die Hälfte des Orion-Raumschiffes wird in Europa, in Deutschland gebaut, ja. Das jetzt zum Mond fliegt. Dadurch haben wir uns Vertrauen erarbeitet, wir sind international mit bei diesen Projekten dabei, aber es steht auf dem Spiel, wie es weitergeht. Und zwar, wenn wir jetzt uns nicht darum kümmern, dass wir ambitionierte Projekte starten, dass wir weiterhin attraktive Partner sind, dann werden wir als Europa hinten runterfallen, weil unsere internationalen Partner alle ihre Budgets erhöhen, ihr Engagement in der Raumfahrt erhöhen. Wenn wir das nicht auch tun, wenn wir das nicht gleich tun, dann wird es mit der Raumfahrt in Europa vorbei sein und dann wird es auch mit den ganzen Nutzen, den wir daraus kriegen, in Forschung, in Technologie, in der Inspiration, in der internationalen Kooperation, damit wird es vorbei sein. Und das ist wichtig, dass man das den Menschen näher bringt, auch den Entscheidungsträgerinnen und Entscheidungsträgern, den Politikern, dass sie wissen, dass jetzt was auf dem Spiel steht, wenn wir jetzt uns bei der nächsten Ministerratskonferenz nicht dafür entscheiden, da weiter dabei zu sein, dann werden wir erhebliche Nachteile haben, die wir eventuell nie mehr aufholen können. Alexander Gerst, vielen Dank für das Gespräch. Sehr gerne.